Bei uns war es so, dass meine Eltern sich scheiden ließen, als ich 6 Jahre alt war. Mhm. Mein Vater kam ab und zu mal, dann hat er wieder abgesagt. Also das war immer so ein Auf und Ab. Dann wollte mein Vater tatsächlich das Sorgerecht, obwohl er sich bis dato eigentlich kaum um mich gekümmert hatte. Woher kam der Impuls? Es war eine Kriegserklärung an meine Mutter. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich hier nicht das Sagen habe. Klar, heute würde man sagen Mansplaining. Ja. Und also für ein Kind nicht sorgen können, aber so tun als ob. So, und dann wurde ich damals auch befragt vor Gericht, wo ich hin möchte. Für mich als Sechsjähriger war vollkommen klar, dass ich zu meiner Mutter wollte. Das habe ich auch immer gesagt. Auf gar keinen Fall zu ihm. Und es ist erstaunlich für mich im Nachhinein, wie viel Bewusstsein so ein sechsjähriges Kind hat oder wie viel emotionale Sicherheit, weil es so genau weiß, wo dann offensichtlich sein Ort ist.